Willkommen zu, hier sind wir wieder, Palworld. Das hat mich doch ein bisschen mehr gehuckt, deswegen dachte ich mir, ich habe gestern nicht schlafen können, weil ich irgendwie Bock hatte zu spielen. Ja, ich gehe jetzt mit dem Charakter, Leute, ich nehme sie, wie sie ist. Ich habe gestern noch einen Startversuch gemacht mit dem neuen, dachte, ach komm, wir nehmen jetzt einfach sie. Falls ihr übrigens Bock habt für geilen Merch, das zeige ich euch kurz, sehen die Farben aus, gibt es jetzt diesen wunderbaren Merch in meinem Shop, solange der Vorrat reicht. Die waren direkt vergriffen, deswegen checkt es gern ab. Und kommt gern vorbei auf Twitch, da ist gerade mein Stream mit dabei. Die sagen euch alle Hallo und winken ganz süß, deswegen kommt gern vorbei auf Twitch, würde uns sehr freuen. Und auch hier wieder gerne Tipps und Tricks, ich bin ready. Wir haben jetzt die Aufgabe, rudelhungrig, wildes Paar, Überfall, was? Was? Okay, das fängt ja schon gleich wild an, wer tut mich denn überfallen? Hä? Wo? Dein Lager wird von rudelhungriger wilden Paars angegriffen. Wo? I can see. Ist es vielleicht unten? Da juckt es mich nämlich ehrlich gesagt nicht. Ah, hier oben steht's. Ach, die kommen jetzt. Oh, shit. Macht euch alle bereit, aber der ist... So, shit. Los. Alle bereit machen. Ach, du Scheiße. Jetzt gibt's auch noch Raids. Oh, mein Gott. Okay, das kann wirklich spannend werden. So, oh Gott, wie sehen die denn aus? Die haben Hoodies an. Die haben Rezo-Hoodies an. Hey, ihr habt nicht bei meinem Merch-Shop gekauft. Schämt euch. So, jetzt aber richtig hier. Boah, die sind ja richtig stark. Shit. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott, shit. Die sind echt strong, ne? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Kann ich noch eine andere Axt nehmen? Vielleicht eine Axt. Wir brauchen die Axt. So, jetzt. Let's go. Die macht doch bestimmt... Ja, die macht viel mehr Schaden. Schau mal, wie ich die wegbolze jetzt. Mit meinen Oberarmen. Hey, die töten meine Pals. Sage mal, ey. So, wie fütter ich meine Pals? Die sind leicht verletzt, die sind kampfunfähig. Was muss ich tun, liebe Comcnunities? So. I need your help. Ich habe hier mein Palbox-Management. Da gibt es ein paar, die sind hungrig und ohnmächtig. Ach, die gehen dann hier rein und laden sich wieder auf. Pal ins Lager. Wahrscheinlich muss ich die ins Lager packen. Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Passt doch. Aber ich bin hungrig, ne? Ich muss essen. Ich muss auch mal an mich denken. So, Inventar. Hier möchte ich gern einmal benutzen. Und zwar ich. So, jetzt geht es mir schon wieder besser. Waffenbruch. Okay. Foodcorp bauen. Einen Foodtrog. Ein Futtertrog. Okay, dann machen wir das doch mal. So, hier haben wir einmal Bärengarten. Da ist nicht genug Material. Kann ich noch gar nicht. Kann ich das vielleicht lernen? Ich kann noch gar nichts für die zu essen machen, die Armen. Das ist ja das Beste, ne? Du holst die Tiere und kannst sie nicht mal füttern und versorgen. Das ist natürlich geil. Lass mal lurken. Wo kann ich hier irgendwas pimpen? Auf jeden Fall Stoff wäre nice. Das kann ich mir nicht mal klar. Hier, Futtertrog. Oh, die Armen. Das habe ich nicht mal freigeschaltet. Ich bin ja so eine schlechte Mami. Okay. Das heißt aber, ich kann jetzt Stoff craften, oder? Oh. Ups, sorry. Stoff. Das würde ich gern machen. Produktion beginnen. Weil dann kann ich mir nämlich mal etwas anziehen, damit ihr nicht jedes Mal meine krassen Arme hier so bewundern müsst. So. Reparain. Das muss man eigentlich noch nicht reparieren. Jetzt alle mal die ganzen Sachen, dass die einfach schon mal ready sind. So. Okay. Okay. Finde ich gut. So, jetzt fangen wir einfach mal Pals. Baue dein Lager aus und erhöhe deine Lagerstufe auf 7. Glaubt ihr, wir können den töten? Höchstwahrscheinlich noch nicht. Ich fange jetzt mal Pals, also mache ich mir mal jetzt ganz viele Pals. Und dann müsst ihr mir sagen, wie ich mein Ding höher machen kann. Mein Lager, das fände ich ganz nice. Danke für die ganzen Subsi-Süßis, die lese ich nachher vor. So. Also ich muss sagen, ich war am Anfang echt voreingenommen, weil ich diese Grafik irgendwie nicht geil fand. Beziehungsweise diese echt ausschauende Grafik mit den sehr comichaften, aber dieses Spielprinzip macht mir schon sehr viel Spaß. Also wirklich so diese Aufgaben jetzt zu tätigen, es geht alles schnell, du hast so diese kleinen, ich nenne es mal Sklaven, auch wenn man es nicht so nennen möchte. Und das gefällt mir. I like it. Also wenn ich das Tutorial durch habe, habe ich ja schon mit Keystraw gesprochen. Vielleicht tun wir dann uns zusammen, weil ich glaube, das geht erst nach dem Tutorial. Und grinden dann richtig hart rein und machen dann so einen festen Aufnahmeslot, aber wir gucken mal. Ich werde hier ganz oft gefragt wegen Phasmophobia. Ich spiele Phasmophobia dann, wenn Phasmophobia ein fettes Update bringt. Ich bin immer nie der Fan davon, Spiele
zu bringen, nur um sie zu bringen. Ich will immer irgendwie schon so ein bisschen was Kreatives machen und Challenge-mäßiges. Und wenn es da gerade nichts gibt, was ich nicht fühle, dann bin ich doch eher immer der Freund davon zu sagen, wir suchen uns erstmal was Neues oder warten ab, bis es mal was richtig Geiles gibt. Also ich liebe Phasmo immer noch, aber es ist so ein bisschen wie mit Among Us. Wenn so ein bisschen die Luft raus ist, muss man weiterziehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die kleinen Stinker. Es gibt an sich ja kein Tut. Was gibt es kein Tut? Kein Tutitut? Nötigt Handwerk. So, jetzt machen wir mal hier ganz viel Pals. 3 kann ich nur machen, das ist erbärmlich. Du kannst auch davor schon zusammenspielen. Ah, okay, nice. Die Kreaturen kann ich benennen. Was haut er denn hier? Ach, der macht den Stein. Wie kann ich die denn benennen? Dann fange ich jetzt alle Pals und dann gebe ich Chatnamen, okay? Aber eins nach dem anderen. Pal hat Hunger. Ich muss den Futtertrug machen, ne? Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Viehfarm. Was brauche ich dafür? Stein, Holz. Das machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal den Futter. Dafür brauche ich Hals. Ich brauche dafür Hals. Ich brauche dafür Holz. So, also. Alles nach dem anderen. So, Futter. Die Tiere verhungern. Das wollen wir gar nicht. Die armen kleinen Stinker. So, hier gibt es mal Food für euch. Dann bauen wir das mal. Das sind natürlich alles Früchte. Du kannst von Anfang an zusammen spielen. Es gibt keine Einführung. Okay. Ich mache trotzdem erstmal mein Tutorial fertig. Das sollte Kies auch machen. Die Aufgabe habe ich ihm gegeben. So, dann machen wir jetzt vielleicht auch nochmal die Viehfarm. Eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pals. Weise der Farm Pals mit besonderen Partnerfähigkeiten zu und sie werden Gegenstände produzieren. Machen wir später. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Pals, die ich fangen möchte. Da ich jetzt 3 Kugeln habe, verprügele ich einfach mal diese ganzen Hühner, die hier auf mich warten. Die gehören ja nicht zu mir hier, oder? Oh shit, das war schon zu viel. Sorry, ich habe den schon umgebracht. Mensch, 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 das war schon too much hier. Das tut mir jetzt aber leid. Hä? Wo ist denn... Wer hat mein... Hä? Wer hat denn meinen Pal gefangen? Mission erledigt. Du kannst deine Palbox verbessern. Wer hat denn gerade das Pal für mich gefangen? Das war aber nicht ich. Was laufen die eigentlich hier die ganze Zeit in meine Ding rein? Das ist ein skandalös. Der gehört zu mir, ne? Der rennt so gestört rum. Wir gucken mal hier hinten. Da ist eine Kiste. Du musst Bären im Trog schmeißen. Ach, da gibt es immer noch kein Essen. Oh... Okay, Goldmütze. Ich mach mal Bären rein. Wird's eh gleich wieder Nacht. Also ich find's nicht geil, dass sie hier in meiner Base rumlaufen, ne? Das geht gar nicht. Was leuchtet denn das Huhn da hinten? Das muss ich haben. Wait a minute. Wait a minute. I need this. Mission erledigt. Du kannst eine Palbox verbessern. Ja, ja, gleich. There's so much to do. Boah, das ist ja ein Riesen-Chicken. I need this. Give me the... Oh... Give me that big chicken. Ist aber strong, ne? Vorsicht, dass die es nicht umbringen. Holy shit, was war denn das? Okay, Haus schlagt. Ich will aber aufpassen, dass es nicht zu sehr verwundet ist. Boah, das ist ja ein nices Chicken. Wo ist es denn jetzt? Hört auf, es umzubringen. Jetzt. Ich habe keinen Pal mehr. Nein, um Gottes Willen. Ich dachte, ich habe eine Kugel. Jetzt haben wir es ermordet. Ich wollte es doch fangen. Oh Mann, ey. Aber wir sind alle hochgestuft, ne? Ist gar nicht so schlecht. Shit. Oh, wieso ist denn jetzt das weg? Ich habe doch 3 gemacht. Verdammt. Oh mein Gott, ey. Das Game. Öffnen. Ach so, da muss ich jetzt Bären reinschmeißen. Hier. Bitteschön. Chris ist. So. Fleisch? Nein, das Fleisch gehört mir. Oder essen die auch Fleisch? Probieren wir es mal. So. Verdammt nochmal, ey. Verdammt. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Mann. Egal, wir finden noch eins. Weg mit dir, ich muss jetzt bauen. So. Die nerven mich ein bisschen. Reparaturset 4. Was bedeutet das, wenn ich jetzt auf die 4 drücke? Kann ich das dann pimpen oder muss ich es reparieren? Einfach Pokémon-Fieber. I'm so sorry, yes. Okay. Passt.
So, meine Freunde. Gucken wir mal, ob wir jetzt noch ein paar Pals fangen. Und ich kann ja jetzt irgendwie auch meine Palbox hier verbessern, habe ich gehört. Dann machen wir das doch mal. I need something. Ich kann irgendwas aufstufen. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Genau, wie kann ich die nutzen? Auf B bauen? Was soll ich eigentlich bauen? Verteidigung. Oh, was kann ich denn da oben bauen? Verteidigung. Alarmglocke und eine Schlinge. Aha, das muss ich wahrscheinlich machen. Ich guck mal ganz kurz auf Verbesserungen und dann mache ich mal eine Verbesserung. So. Ich gehe jetzt kurz schlafen und dann machen wir weiter mit der Palsammlung. Ihr seht schon, es gibt viel zu tun. Man muss sich wirklich hier konzentrieren. Wenn du ein Pal fangen willst, aber dein Pal greift noch an, ruft es, bevor es tot ist, zurück. Wie mache ich das? Wie rufe ich zurück? Die kleinen Schweine. Ihr gehorchen mir nämlich noch nicht richtig. So, ungenutzte Statuspunkte. Das ist ja wahrscheinlich dann hier Werte erhöhen. Auf jeden Fall Angriff finde ich nice. Bestätigen. So. Was ist mit dem Baum hier los? Ah, der ist nämlich nicht mehr in meiner Base. Ich hätte gerne nochmal so ein leuchtendes Huhn. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen. Was ist es eigentlich besser? Soll man... Ich gehe mal nach unten und hole mir da mal so ein paar neue Pals. Ich bin gerade irgendwie... Bleibe ich so voll in meiner Hut hängen und hole immer nur die gleichen. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Dankeschön fürs Jubiläum zur Paar. Ich habe mein 4-jähriges Partnerjubiläum auf Twitch. Das finde ich sehr süß. So, bam. Das hätte ich gern. Oh, Dinosom. Ich glaube, das packen wir nicht, oder? Glaubt ihr, das kann ich... Nee, ich glaube, das wird zu hart. Hat jemand Erfahrung? Kann ich mich das trauen? Kann ich mich rantrauen? Noch nicht. Es schaut so nett. Auf da, trau dich. Nein, das ist noch zu hoch im Level. Ich glaube auch. Ich will jetzt nicht sterben. Das nimmt mir dann die Freude. Auch wenn ihr geiert, weil ihr es geil findet. Aber ich weiß, ihr seht mich gern ragen. Aber den hole ich mir. Der ist so fluffy. So. Der Arme! Der Arme einfach nur. So. Die da, die will ich. Die sind süß. Da will ich einen haben. Komm her! Komm her! Ich brauche dich. Die rennen ja voll schnell. Ich glaube, da brauche ich einen Pfeil, ne? Egal, den holen wir uns, Leute. Let's go. Greif an. So, wie kann ich denn denen jetzt Begriffe, Commands geben? Dem Herren? Komm schon, du bist in der Sackgasse, my friend. Nobody could save you. Shit. Meine Ausdauer. Komm her! Der ist halt auch einfach genauso schnell wie ich, ne? Scheißding. Mann, bleib stehen! Bro, bitte. Ich tu den jetzt hier... Oh, was ist denn das? Ich kann nicht aufhören. Das ist wie so ein Club, ne? Du siehst so eine nach der anderen. Du kannst nicht entscheiden. Verdammt, komm her! Ich brauche einen Pfeil und Bogen. Ich habe bis jetzt eine Pfeile. Egal, wir tun ihn hier wieder in die Sackgasse und dann baller ich drauf. Mit 4 öffnet sich ein Rad. Ah, und da kann ich dann Befehle geben. Das mache ich gleich mal. Ach, das ist eine Palbox, die ich verloren habe. Perfekt. So, jetzt. Bist du bereit? Schlag. Ey, wie geht's denn da hinten lang? Das gibt's doch nicht. So, so, und fang. Nein, nein! 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 Nein, nein, du hast es getötet, du dummes Ding! Ich muss denen wirklich sagen, dass die aufhören sollen, die mitzuschlagen. Das ist ja super nervig, ey. Mann, du Kackding. Dafür müsste ich den jetzt eigentlich auch umbringen. So, helfende Pfote. Angriff einstellen. Geh mir jetzt nicht auf den Sack, Mann. Mann. Genau, wirklich. Pink, fluffy Unicorns dancing on rainbows. Verdammt. Kann ich die... Oh, nee, sind auch 10, ne? Die packe ich auch noch nicht. Oh, und der ist auch tot. Warum ist der auch tot? Das war aber nicht ich. Mann, das ist so nervig, dass ich ihn nicht fangen kann. Ah, da ist wieder der nächste. So, den holen wir uns jetzt. So, komm her, du Sack. Ah, das juckt mich überhaupt nicht. So, komm her. Jetzt aber. Oh, nee, ist doch nicht so sicher, ne? Ah, ich habe ihn gefangen. Ha. Oder? Ja, er wehrt sich. Ich hab ihn. Geil. Die sind so hässlich, die Dinger. Ich weiß.
Die haben ja High Heels an, hä? Die haben ja Schuhe an. Was haben die denn hier von Chimichu? Warum haben die denn High Heels an? Naja, ich hinterfrage das jetzt nicht. Gut gemacht, gut. Danke, danke. Ich bin der Profi. Ich will mir jetzt nochmal so ein paar Palsteine. Müssen nur noch 4 fangen, voll gut. Wenn sie mit angreifen, einfach E drücken. Wenn die so weit sind, dann rufen sie zurück. Okay, dann kann ich jetzt einfach sagen, sie sollen auf Angriff gehen. Angriff. Und wenn ich dann E drücke, dann hören sie auf, ne? Boah, das Wasser sieht aber auch echt sass aus. Den Vogel hätte ich gern. Da komme ich aber nicht ran. Ist immerhin nett, dass die ganzen Tiere... Oh, hier liegt ja wieder eine Palbox. Dass die Tiere mich auch einfach in Ruhe lassen und nicht töten. Wäre ja auch deren Recht. Was heißt eigentlich diese Statue hier? Es gibt so viele Fragen. Wir müssen sie klären. So, what is this? Schnellreise freischalten. Ah, gut. Habe ich das oben freigeschaltet? Ich hoffe doch. Sehe ich das auf meiner Karte? Ja, habe ich freigeschaltet. So, dann hauen wir die... Ah, die Dinger da vorne hätte ich noch gern. Eigentlich greife ich da automatisch mit an. Okay, dann ballern wir den jetzt noch um. Komm her, du Sau. You can't escape me! Ey, das gibt's doch nicht. So erbärmlich. So, erstmal schön mit der Axt drauf. Nein! Ich hasse dich. Ich hasse dich, du dummes Ding. So, ich rufe das jetzt zurück. Jetzt reicht's. Jetzt bin ich wieder voll. Wo war denn das andere? Wo war das andere Ding? Verdammt. Es geht so schnell teilweise. Ich brate mir jetzt noch schnell was. Ich will jetzt aber nicht... Ich würde gerne den umbringen. Da unten ist noch einer. Muss ich aber wieder irgendwas aus meinem Inventar kicken, ne? Was ist hier denn so schwer? Ein Ei. Kann ich das hier öffnen? Ungewöhnlich. Kann ich irgendwas essen? Ich habe schon wieder Hunger. Ich esse jetzt was. Kann ich da wieder bitte ein bisschen schneller laufen? Nee. Den Fuchs hätte ich auch gerne. Es gibt so viel, was ich gerne hätte. Schlüssel habe ich. Die Steine sind wahrscheinlich mit am schwersten, ne? Dann nehme ich jetzt mal die Hälfte raus. Und schmeiß die weg. Dann sollte ich eigentlich wieder rennen können. So. Hier unten ist da noch einer. Den hole ich mir. Wie die alle hier einfach im Wasser rumlaufen. So, sorry, Bro. Sogar Level 5. Easy, easy, easy. So, geil. Dankeschön für die Partnerschaftswünsche, ihr kleinen Stinker. Das ist so nett von euch. Aufheben. Eine Statue. Hübsch, hübsch. So, was ist das hier? Mhm. Du hast Aufzeichnungen eines anderen Abenteuers gefunden. Die hören wir später an. Ich hole nochmal den. So, komm mal her, mein Bro. Ich brauche noch jemanden wie dich. Boah, was ist denn das da hinten, ey? Gibt es eigentlich auch für die Playstation? Weil ich überlege es mir auch dafür zu holen und dann da so ganz gemütlich auf der Couch ab und zu. Oh, es hat nicht gereicht. Doch, hat's jetzt. Ach so, man kann schon mal einen schmeißen. Aha, ich kann also einen Palball schmeißen. Und sobald der Palball, sobald das Tier Schaden hat, kann ich den einfangen, ne? Habe ich das richtig gesehen? Da liegen ja voll viele Palboxen. Sind das vielleicht immer meine oder sind es einfach nur Palboxen, die rumliegen? Ich hätte eigentlich mein Lager direkt an einen Transporter, Part hinpacken sollen. Dass ich immer direkt dorthin spawnen kann, ne? Für PS und Switch, geil. Kann ich auch, wenn ich auf der PlayStation spiele, noch mit Keys zusammenspielen, wenn er denn gegebenenfalls am Ding spielt? Am PC? Geht das? Ist es plattformübergreifend? Komm schon, du willst es doch auch. Komm in mein Team. So überzeugt man Leute von sich. Ey, nicht abhauen. Das arme Tier. Was ist das da hinten? Ach, die greifen sich auch gegenseitig. Oha, die Tiere sehen schon echt geil aus. Schau mal. Aber das ist bestimmt ein zu hohes... Oh, 10. Nee, das packe ich nicht. Aber so ein Huhn Level 10 wäre schon nice, ne?
bin ich wieder langsam. Du hast viel geschleppt. Und das ist nochmal eine Pal. Dann hole ich mir nochmal einen von den Füchsen. Vor allem, ich brauche ja nochmal 10, ne? Man braucht schon echt viel. Ich brauche nochmal 11. Level was? Level? Ich hole mir jetzt nochmal die Box. Und dann reise ich kurz mal zurück. Hier hin, oder? Kann ich immer schnell Reise machen? Kann ich das jetzt nicht machen? Zurück zum Lager. Lager zurückbauen. Wie kann ich denn Schnellreise zum Lager machen? Geht es? Oder geht es nur über die Punkte? Hoffe nicht. Oh, ich muss an der Statue stehen. Oh, das ist aber lame. Du musst zu einer Schnellreise... Ach, das finde ich aber ein bisschen doof. Okay, das hätte ich mir anders gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Das wäre cooler, wenn ich das von überall machen könnte. Kann ich das auch essen, das Ei? Habe ich eigentlich schon wieder Hunger? Nee. Ich schmeiße jetzt mal einen Stein raus, dann bin ich wenigstens schnell. Abwerfen brauche ich nicht, weil ich komme jetzt eh erstmal nicht zurück. Dann laufen wir mal zurück. Das ist aber schade. Hätte ich mir gerne anders gewünscht. Vielleicht ändern sie das ja noch. Ich mag nämlich Spiele, die groß sind, wo ich jederzeit irgendwo überall hin zurückreisen kann. Whatever. Whatever. Bisschen Ausdauer wäre auch nicht schlecht, ne? So wenig Ausdauer, das ist ja furchtbar. Capybara. Ob ich im echten Leben Haustiere habe? Nee. Also, meine Familie, ich sag immer, Familienhunde haben wir. Aber ich hätte gerade gar nicht die Zeit. Könnte dem nicht gerecht werden, deswegen würde ich das nicht tun. So. Hinten hat es noch ein paar, von denen hole ich mir noch einen. Von dem Pingu. Ist auch geil, der Freund rennt einfach weg. Komm, Bro, nerv nicht. Oh, der andere hilft jetzt. Das ist aber nicht geil. Ey, ihr Schweine. Egal, mir kann gefühlt eh keiner was, ne? Muss man schon auch mal sagen. Ich bin einfach too strong. Kleine Sau, ey. So, ist auch nochmal ein Druck jetzt. Stirb! Stirb grausam. So. Also eigentlich muss man nur über 50% sein, oder? Der Rest macht doch die Box. Oder nicht? Also irgendwie ist mein Gefühl, du schlägst sie halt bis so 55% oder 60% und dann packst du es drauf. Bin ich damit korrekt oder nicht? Pfeile, Pfeile. Habe ich noch eine Pal? Habe ich noch, ja. Okay, dann hole ich mir den auch noch. Auch wenn er schwach ist, aber der bringt, glaube ich, Wolle. Bam. So. Den will ich eines Tages haben. Das wird meine Dusche. Die Morgendusche. Und den hätte ich auch so gerne. 11 schaffe ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe ein bisschen Schiss. Das wäre schon episch, ne? Zum Knüppel den einfach eine reinhauen. Und vielleicht auch mal ein paar Waffen dann vielleicht später mal bauen. Aber jetzt machen wir mal die Pals fertig. Schon eine Aufgabe genug hier. So, mein Freund. Du. Genau du. Mit der Pickaxe erstmal auf den Kopf. Das hört sich einfach schon so schrecklich an. Ey, was soll denn das? Ich verstehe es manchmal nicht. Das ist doch buggy, das Spiel. Das ist doch ein Hohn, ey. Pal wohl zu holen, also perfekt. Also perfekter Stream. Ja, also ich war anfangs echt ein bisschen abgeturnt, aber das hat sich voll verflogen. Ich dachte anfangs so, boah, ich finde die Welt nicht schön. Irgendwie diese Cartoon-Dinger und dieser fast echt wirkenden Welt. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein dachte ich jetzt echt, oh, ich hätte schon Bock, Palworld zu spielen. Weil du halt auch, du kommst sehr schnell weiter. Du musst nicht 1 Million Holz hacken, sondern du hackst einmal einen Baum und hast genug Holz, um zu bauen. Du kannst sehr viel, sehr schnell bauen. Du kannst es alles schlau anlegen, kannst die einzelnen Pals dann wirklich, glaube ich, auch nach ihren Fähigkeiten dann fangen, andere Aufgaben zutragen, welche die kämpfen, welche die farmen. Und das ist schon ein sehr cooles Konzept, muss ich sagen. Deswegen spiele ich es jetzt erstmal für mich allein und dann vielleicht gegen später dann auch mit Keystraw zusammen. Da gucke ich dann mal, wie sich das zeitlich geben wird. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir weitere Pals bauen. Und dann alles weitere aufrüsten. Kann ich auch wieder machen, ne? Geil. Machen wir direkt eine Produktion hier. Ja, ich muss echt was in Ausdauer skillen. Definitiv. Ausdauer ist, glaube ich, das Beste, was man skillen kann, ne? Kann ich aber. Kann ich schon was skillen? Ja. Ausdauer. Ja, stetig. Erhalten. So. Dann fangen wir noch ein paar. Die können mir ja auch nicht, aber die sind halt Level 1. Ich hole mir noch ein paar davon. Die sind so grumpy. Oh, komm mit. So, wo hat sie noch mehr? Da hinten rennt doch schon wieder einer so hysterisch rum. Komm her! Komm her! Das ist Level 1, ne? Das ist ein Level 1er, aber egal. Ich will das jetzt einfach füllen. Umso schneller ist er dead. So. Ja! So erst den Ball ins Gesicht hauen. Hm, cool, dass du in einer Werbung mitmachst. Meinst du die von, ach, männlich und weiblich gibt's auch, ne? Musst du auch wahrscheinlich für Paro. Könnte ich sie auch paaren? Du meinst die Kleinanzeigen? Hat nicht funktioniert. Mann, die Armen, die schreien so arm. Mann, jetzt habe ich nicht getroffen, weil der eine den weggehauen hat. Jetzt habe ich keine mehr. Ach, das ist so nervig. Also die Bälle manchmal nicht treffen, kann schon hart reintriggern, ne? Oh. Hm, danke fürs Jubiläum, ihr seid süß. Ah, cute. Gnubileum. So, und ich kann vielleicht auch meine Tiere mal ein bisschen upgraden. Dein Pal ist gesund und munter, hat Hunger. Vielleicht muss man wieder füllen, ne? Die fressen hier... Ey, was soll denn das? Ach, die sind alle noch aggro, ne? Könnte ich mal beruhigen, ich bin doch schon längst weg. Wo ist denn der Futter? Ach, der Futtertrug ist hier. Öffnen. Da ist noch genug drin, dann isst doch was. Wenn du Hunger hast. Hungrig. Oh, wie es hinrennt! Oh. Oh, so arm. Holz. Es ist immer dieselbe Leier. Es ist immer das Holz. So. Okay. Oh, ich bin schon wieder voll. Oh, es ist nervig. Das nervt mich auch hardcore. Was soll ich jetzt schon wieder rausschmeißen? Eigentlich am besten gar nichts. Jetzt das Holz, was ich gerade gefangen habe. Ich lege das jetzt erstmal ab und pack mal die ganze andere Kacke ins Lager rein. Das ist ja nervig. Also Inventar nervt, muss ich sagen. Inventar nervt sehr. So, das sind halt die Palstücke, die brauche ich. Dann Stoff machen wir mal weg. Münzen brauche ich gerade auch nicht. Giftdrüse. Braucht auch keiner. Das ist auch schwer. Die Schlüssel. I don't know. Das Ei. Jo. Eine Feuerdrüse. Vielleicht mache ich auch noch eine Kiste, ne? Da würde der Julian wieder durchdrehen, wenn wir zusammen spielen würden. Weil ich wieder nicht das mache, was ich soll. Und irgendwie auf Rechtklicks kann so alles verschieben. Das probiere ich jetzt gleich mal. Ich baue jetzt noch mal eine Kiste. So. Süß, wie die mithelfen. So. Sortieren. Und dann kann ich mit Rechtsklick wie alles rüberpacken. Mit Rechtsklick kannst du die Items schneller in die Kiste packen. Meinst du, wenn ich so rüberziehe? Überleg halt gerade, die Beeren brauche ich, die Wolle brauche ich gerade nicht. Das mache ich auch weg. Oder kann ich einfach das auch hier rüberziehen? Du musst nicht die Ressourcen bei dir tragen, wenn du im Lager baust. Ach so, die können auch... Ach, das ist ja cool. Ach, ich nehme die dann aus der Box raus. Ja, das ist nice, weil da hatte ich jetzt schon Schiss. Palsaft. Dann machen wir das mal. Fasern. Das ist natürlich nice. Dann packe ich das mal alles weg hier. Speer brauche ich. Leder. Nice. Nee, mit rechts draufdrücken. Probiere ich gleich nochmal. Gucken wir aber erstmal nach Pals. Pals, Pals. So. Das ist wundervoll. Und noch Holz. Machen wir gleich 4 und dann hole ich noch die letzten. Och,
Yay. Ich habe mal gestern mein Boyfriend geguckt, wann kommt Tag 4? I don't know. Aber sage ich nicht, also ist gar nicht jetzt böse gemeint, aber ich wundere mich, warum so viele Fragen, weil ich sage ja im Video eigentlich, dass ich erst den nächsten Part bringen darf. Ich drücke jetzt Rechtsklick, aber passiert nichts. Ah, nice. Genau, dass ich es erst spielen darf, wenn mir die Entwicklerin das erlaubt, und das tut sie gerade nicht. Du kannst auch R drücken. Dann füllt man alles in die Kiste. Oh, nice. Danke. Probieren wir gleich mal. So. Aber wahrscheinlich muss man auch, wenn ich dann quasi alles sortiert habe, ist R auf jeden Fall sinnvoll. Dann muss ich ganz kurz überlegen. Ich wollte Palboxen noch machen. So. Palsphären. Auch mal ein bisschen Tee. Also auf welches Spiel ich auf jeden Fall warte, ist, wie gesagt, Your Boyfriend Tag 4 und 5, dass ich das spielen darf. Und The Coffin of Andrea and Lele. Das sind so Games, auf die warte ich echt. So. Ich fange kurz die letzten drei Pals, die letzten vier, und dann gehen wir an die Palbox. Gehört es zu mir? Gehört es zu mir? Woran sehe ich, dass es zu mir gehört? Ja, gehört zu mir. Nicht, dass ich jetzt einen Freund verprügel. Zwei da hinten hole ich mir jetzt noch. Mit der Axt. Die schon wegrennen, ne? Die wissen schon genau, was passiert. Ich hätte halt schon gern so ein Ding da drüben, ne? So ein Riesenviech. Oh, der ist, glaube ich, zu groß. Der ist ultra cute, ne? Wie der da sitzt und glücklich ist und noch nicht weiß, was ihm passiert. Einfach nur dasteht. Wo ist denn jetzt der hingerannt? Ach, guck mal. Wieso liegen hier manchmal einfach Palboxen? Sind die von mir oder liegen die Sphären einfach nur rum? Weiß es jemand? Ach, Palia, witzig, ja. Du dat. Das sind noch Gegner auf jeden Fall. Den hole ich mir jetzt. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Bogen. Ich mache mir als nächstes einen Bogen, dann kann ich die von Weitem einfach abschießen, weil dieses Hinterherrennen nervt. Komme ich mir immer so schäbig vor. Hey, Kollege. Gehört der in mein Lager? Nee, ne? Sei nicht wurscht. Komm her, ich nehme dich auch mit. So. Okay, fehlen nicht mehr viel. Nur noch einer. So, wen picken wir uns? Den am besten. Oh. Oh, sorry. Sorry, Bro. No offensive. Wo läuft denn der? Der läuft hier. Das könnte jetzt gefährlich werden, ne? Wenn ich nämlich den einen schlag, dann treffe ich den anderen. Aber der weiß genau, was er hier gerade tut. So, sehr schön. Immer weg von Mama. Komm her. Komm her! Ey. So, jetzt. Yes! Ich hab alle! Wuhu! So, jetzt können wir zurückgehen und mal uns um Stufe 7 und dann um alles andere kümmern. Yay! Okay. Ist wieder dunkel. Ich gehe jetzt schlafen. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. So. Dieser Pal ist gesund. Wir brauchen auch viel mehr Betten, kann es sein. Ich habe ja gar nicht genug Betten für alle. Und ich würde diese Viehfarm gern machen, weil ich glaube, da schlafen die dann auch. Richtig? Das heißt, mal jetzt ein bisschen das Lager ausbauen. Und die Verbesserung mal anschauen. Ungenutzte Statuspunkte, okay. Dann mache ich auf jeden Fall Ausdauer, weil die nervt am meisten. Werte erhöhen, Ausdauer, let's go, bestätigen. So, Technologien habe ich auch neue, die ich lernen kann. Feuerpfeil ist nice. Bogen kann ich auch schon machen, Feuerbogen. Wohnzimmer-Möbelset. Ich hätte eigentlich gerne so ein paar nützlichere Sachen. Ein Halsband. Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz. Finde ich auch nicht schlecht. Hier, tropische Tracht, arktische Tracht. Das heißt, man muss auch hier gucken, dass wahrscheinlich später... ich schalte einfach alles nach der Reihenfolge frei, ne? Das sollte schon Sinn ergeben hier. Technologien. Machen wir es nach der Reihenfolge. Unbekannter Gegenstand. Hier so. Machen wir nochmal einen Bogen. Das fände ich ganz nice, aber erstmal schlafen. Pool brauchst du bald auch. Echt? Jetzt wird es aber ganz schön
divahaft hier. Ich habe einen Speer schon. Speer habe ich schon. Ich hätte auch gerne irgendwie so ein bisschen... Wo ist denn eigentlich mein Speer? Kann ich den auch mal hier irgendwo ins Inventar packen? Schilde, Gleiter, Accessoires. Kann ich bitte irgendwo reinpacken, die Sachen? Weil irgendwie habe ich einen Speer. Aber ich kann den nicht ausrüsten. Ich habe immer hier meine Sachen auf der Schnelldings, aber irgendwie nicht meine Waffen. Bei Waffen. Inventar. Wichtiges Objekt. Was ist das eigentlich? So. Wo ist Waffen? Du hast nur 4 Waffenslots. Ach so, und da sind gerade die ganzen anderen Sachen drin, ne? Hier. Das heißt, ich packe jetzt mal statt der Keule das rein. Fackel brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich hätte jetzt gerne mal Pfeil und Bogen. Ich mache jetzt mal einen Bogen. Dann geht es, glaube ich, ein bisschen besser. Hier. Das ist ein alter Bogen. Feuerbogen. Holz. Machen es erstmal normalen. So. Bam, bam, bam. Okay. Natürlich brauche ich 30 Holz. Wer hätte das gedacht? In der Viehfarm gehen zum Beispiel die Schafpfahle auch drauf und produzieren für dich Wolle. Okay, nice. Nice, nice. Ohne Scheiß. Ich brauche Hilfe, ihr Schafe! Pink, Fluffy, Unicorns, Dancing und Knulis. Bei Ausdauer drunter ist auch, wo du mit Punkten bei Gewicht erhöhen kannst. Oh, das ist ganz, ganz gut zu wissen. Das muss ich machen. Ja, Gewicht, bitte, bitte, bitte. Sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. So, jetzt habe ich nämlich auch hier im Inventar einmal den Bogen. Das ist nice. Cool. Dann haben wir das. Dann hätte ich gerne... was zu essen. Ja, Fleisch. Die Pals haben wir. Das passt, das passt, passt. Dann machen wir jetzt mal ganz viel Holz, weil ich möchte jetzt gerne mal diese Farm. Ich möchte jetzt meine Lagerstufe erhöhen. Das heißt, wir brauchen viel Holz, um denen mal so ein bisschen schöneres Lager zu bauen. Das ist halt schon clever gemacht vom Spiel, ne? Dass du dann halt wirklich auch deine ultimativ cuten Tiere, denen so Bettchen und alles bauen kannst. Muss eigentlich jedes einzelne Pal, braucht jedes einzelne Pal ein Bett? Oder wie sieht's aus? Ich brauch Stein für die Axt. Kriegt man auch später so bessere Äxte und Co. bestimmt, oder? Auch keine primitive Werkbank. Ich will es reparieren. So. Produktion beginnen. Reparieren. So. Sollte wieder gehen. Ja, nur... ja, aber nur die Arbeiten. Okay, also nur für die. Der Rest ist eh einfach weg, ne? Komm fest. So. Oh nein, 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 nein. Wie kann ich das auflösen? Aufbauen gehen. Sehr gut. Nochmal gerettet. Hier haben wir einmal für Verteidigung Sandsäcke, ne? Wir müssen auch richtig unsere Base... Ist schon geil, dass die scheinbar auch irgendwelche Arschlöcher später mal raiden. Finde ich schon crazy. Was bringt denn eigentlich diese Deko? Hier Infrastruktur. Heiße Quelle. Stein und Palsaft. Beleuchtung. Das ist auch cool eigentlich, dass man nachts so ein bisschen mehr sieht. Fühl ich. Und ich glaube, mit dem ganzen Stuff mache ich alles so ein bisschen schöner, ne? Ja. Was gibt's noch? Verteidigung brauche ich auf jeden Fall auch noch. Was bringt das hier? Möbel. Einfach nur Deko, ne? Das hat jetzt keinen sonderlichen Effekt. Das ist wirklich nur da. Stein und Holz brauche ich noch voll viel. Damit ich wahrscheinlich einfach alles hübsch machen kann, nehme ich mal an, ne? So. Ja, voll süße, die beim Bauen helfen. Das ist schon echt cute. Hey, warum kriegst du so wenig Holz, ey? Das war aber vorhin mehr. War ich immer noch im Wachenbohr? Ich hab die doch repariert. Ich hab die doch repariert. Hol dir ein Holzfelllager. Kann ich das überhaupt schon? Ach, deswegen. Ich hab's nicht repariert. So, nice. Hab mich schon gewundert. Jetzt baue ich viel mehr ab. Ich habe mein Holz. Holzi. Ich habe nur eine gebaut. Oh mein Gott.
I'm so lost. Ich glaube, ich schleppe schon wieder zu viele Gegenstände. Ich könnte kotzen, du. Oh mein Gott, gib mir das auf den Nerv. So, abwerfen. Kann ich bitte wieder laufen? Oh Gott, das gibt es so auf den Zeiger, ne? Das finde ich übel nervig. Also was ich auf jeden Fall erstmal pimpe, ist, dass ich so viel tragen kann, wie ich will. Und, dass mir das einfach alles nicht auf den Sack geht. So, jetzt gehe ich mal hier drauf und mache wahrscheinlich einfach R. Und hier mache ich auch R. Geht gar nicht R. Müsste aber eigentlich R gehen. Habe ich schon. Super. So. Du bist nicht lost. Doch. Ihr könnt das schon ehrlich sagen. Das ist okay für mich. Ich weiß, dass ich lost bin. Snake. Snake. Okay, dann hole ich jetzt mein Holz. Bitte darf ich das Holz auch tragen? Das wäre schön. So, dann packe ich das Holz direkt einmal in die Kiste. Am besten hier. R. So. Dann brauchen wir ganz viel Stein. Stein, Stein, Stein. Erz ist das, ne? Ich brauche Stein da hinten. So. Ey, aber bitte mit der Pickaxe. So. Geht doch. Wirklich wie Minecraft, ne? So. Super! Ah, ich, ah, oh, ah, hm, ha, ha, hu, ha, hu, ha, pi. So. Was geht hier? Das hier. Das will ich jetzt bauen. Eine kleine fette Heubase für die kleinen Schweinis. Wieso kann ich das hier nicht bauen? So. So, ich brauche jetzt Hilfe. Von allen. Es wird eure Base. Nur für euch. Sklaven, wo seid ihr? Schneller. Schneller mit zwei Händen, ihr faulen Schweine. Wer bezahlt euch eigentlich? Schneller. Noch 50 Sekunden durchhalten. And push. And push. And pull. Und hoch. Und eins. Und zwei. Ey, Kollege, jetzt ist der hungrig. Jetzt hört er einfach auf. Es ist die Gen Z. Ich ertrag's nicht. Ich heiße Boomer, kann das nicht. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, oder was? Weil der hungrig war. Ich kann das nicht. Hol die Cat wieder raus, dann hilft er auch. Na, ich will es nicht abbrechen, sonst fange ich wieder von vorne an, oder? Halten und stornieren. Stornieren wird nett. Das erinnert mich irgendwie an das Lied, ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ja, die Schafe sehen schon echt cute aus, ne? Hilft er auch wieder? Na, da ist er doch wieder. Der verlässt einfach die Pause, um zu essen. Also wirklich. Holzi, Holzi, Holz. Das ist echt süß, wie er weggehoppelt ist. Da kann man gar nicht böse sein. So. Willkommen. Euer... Wer ist denn da hinten hungrig? Da verhungert jemand und kommt nicht hoch. Oh. Oh, du kleines Opfer. Oh, du bist ja ein Opfer. Warte, wie kann ich denn das holen? Das ist ja richtig erbärmlich. Heben. Meine Güte, ist das erbärmlich. Oh mein Gott, das war heute mit das Erbärmlichste, was ich je gesehen habe. So, jetzt kommt der andere auch nicht mehr hoch, ne? Könnt ihr bitte aufhören, da hinten euch die ganze Zeit rein zu klamüsern? Kann es nicht hochholen. Wie kann ich es denn... Ich hole es, glaube ich, so... Scheiße. Wie kann ich es zurückholen? Ich will es zurückholen. Auf E, ne? Ja, okay, so. Okay, nice. Hab's gemacht. Und auf 1 und auf 3. Ach so, da kann ich meine Helfer durchscrollen. Oh, okay. Nice. So. Vielleicht sollte ich... So, was ist jetzt hier? Das sind die im Lager, ne? Wer hilft denn im Lager am besten? Könnt ihr mir mal sagen, wer hier am effektivsten ist? Hier steht zum Beispiel, die haben hier irgendwas mit Blättern und Erde. Das heißt, sie sind wahrscheinlich für Gärtnereien besser, oder? Das ist einfach nur eine dumme Logik, die ich hier anwende, die nicht korrekt ist. Vielleicht auch der, vielleicht auch die Stärkeren. Und das sind die, die im Lager arbeiten. Das sind die, die in meinem Team sind. Vielleicht nehme ich auch noch so ein Pingo mit, ne? Dass ich von allem etwas habe. Und dann machen wir so ein Lamp hier rein. Dann haben wir den. Dann nehmen wir noch so einen mit.
Und dann nehmen wir vielleicht noch so einen mit. Haben wir schon. Vielleicht noch ein Feuer. Du musst schauen, was dein Lager benötigt. Du musst auf diese Symbole achten. Musst du mir gleich mal sagen, auf welche ich achten muss. Ich weiß nicht, ob der Feuerfuchs besser ist als die Caddy. Aber hier steht Angriff, Angriff. Ah, okay, hier sehe ich quasi, wie die so drauf sind. Die haben schon einen guten Angriff. Der gar nicht. Der ist da besser. Nehme ich den jetzt mit. So, das ist jetzt mein Team. Also, gucken wir nochmal in das Pal-Management, wie ihr gerade gesagt habt. Woran sehe ich, was mein Lager benötigt? Pals, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Das heißt, ich muss noch ein Bett bauen, ne? Damit die Dieven hier nicht durchdrehen. Das machen wir ganz kurz. Das muss dann... Kann das hier noch reinstopfen? So, damit der nicht so allein ist. So, das sind quasi die Betten der Pals, die bei mir im Team sind. Deswegen brauche ich jetzt 4 Betten. So. Moment. So, jetzt haben die auf jeden Fall schon mal ihre Betten. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein ins Management. So, hier sehe ich quasi deren Tätigkeiten, oder? Hand, Pflanzen, Stein. Aber das sind nur die Sachen, die die wahrscheinlich gelevelt haben, ne? Wolle, Eier legen, sind die Partnertätigkeiten. Pengulettkanone, Flauschwolle, flauschiger Schild. Helfende Pfote. So, Betten sind für Arbeiter im Lager. Die müssen nicht im Haus sein. Aber ich will die bei mir haben. Hm. Ja. So. No, danke, Anne-Sophie. Ist immer süß, wenn Leute hier reinkommen. Workaholic. Ist eigentlich Workaholic gut? Das heißt, dass die wahrscheinlich besser im Handmeister im Handwerk. Die haben ja auch alle eigene Fähigkeiten, ne? Die Tiere. Das ist ja auch spannend. So, dann möchten wir mal die Lagerverbesserung. Da brauche ich noch baue Bärengarten. Das mache ich jetzt noch. Ein Bärengarten. Dafür brauche ich aber noch Holz. Haha, wer hätte es gedacht, man. Muss wirklich, wie vorhin gesagt, dieses Holzding irgendwie freischalten, dass hier selbst Holz produziert wird, weil das braucht man wirklich die ganze Zeit. So. Finde sie als Chicken Nugget sympathisch. Nein, wir brauchen sie noch. So, jetzt machen wir mal hier das Lager einfach, dieses Bärenfeld hin. So, helft mir. Sehr schön. Süß. Ist schon süß gemacht. Der ist viel effektiver. Der haut viel schneller zu als die anderen Faulis. Kann ich eigentlich mein Team später auch mal vergrößern? Säen. Säen. So. Wenn du auf Team gehst und dort auf einen Pal, steht da genauer, was es kann. Cool, das mache ich gleich mal. No, danke Schweinchen, das ist ja voll lieb von euch. Ihr seid ja so süß. Wie war nochmal der Game-Name? Ich habe es gerade... Pal World. Welcome to Pal World, guys and boys and girls. And women's. Was machen die da? Die ganze Wolle, das ist ja Wahnsinn. Die machen da sogar eine Schnur drum mit Schleife. Oh, ich kann nicht mehr. So, gießen. Also wie gesagt, auch in die Kommentare gerne Hilfe, Tipps, Tricks, alles. Ich binde das in die Kommentare ein. I need help. Help? So. Boah, wie lange muss man das denn gießen? Das ist ja Wahnsinn. Kann man die Aufgabe zum Beispiel jetzt auch jemanden anderem geben? Das gibt's auch auf der Switch, ne? Ist echt elegant, ne? Jetzt seht ihr, warum ich so dicke Arme habe, weil ich alles allein mache. Wenn du eine Kiste baust, lagern die das selber ein. Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, die Kisten sind jetzt tatsächlich schon voll. Ich mache jetzt mal noch ein paar neue Kisten. Aber das ist süß, dass sie das machen. Das ist echt süß. Süß. Wie lustig, ich habe mein Lager gleich gegenüber. Witzig. Ja, eigentlich, ich muss sagen, jetzt im Nachhinein hätte ich mein Lager tatsächlich direkt an so eine Statue gebaut hier oben. Weil dann kannst du direkt immer die Schnellreise dorthin machen. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht mega weit weg. Aber das wäre, glaube ich, was ich eigentlich anders gemacht hätte. Aber Leute, man lernt ja nie aus, ne? Vor allem nicht mit Gnus, die immer da sind und einem freundlichst helfen. Dankeschön. So.
machen noch ein paar Holztruhen hin. Dann können die... Also die packen die Sachen hier selber rein, sagt ihr. Du kannst über die Palbox schnell reisen. Aber auch wirklich... Also das heißt, ich kann theoretisch einfach mir eine Palbox überall mitnehmen und über die schnell reisen. Das heißt, ich kann einfach jederzeit so ein Ding mitnehmen, hinstellen und reisen. Korrekt? So, hier sehe ich die Fähigkeiten. Stämmiger Wuchs. Ist gut in Lagerfeuer. Freizeit. Sind es hier unten die mit der Gießkanne die Fähigkeiten von denen oder einfach Dinge, in denen sie aufgelevelt sind? Freier Slot. Heißt es, ich kann denen noch einzelne Sachen hinpacken? Okay. Ich bin happy mit meinen Leuten. Die sind süß. So, jetzt habe ich noch so ein Bärendings gemacht. Jetzt kann ich Lager verbessern. Baue Palausrüstung Werkbank. Baue Statue der Kraft. Okay. Statue der Kraft. Kann ich auch schon machen? Nee, du findest Statuen zum Schnellreisen und kannst dann was in die Base zurückholen. Ah, okay, das meinst du. So, Feuerpfeile. Wo ist die Statue der Kraft? Die muss ich wahrscheinlich noch freischalten. Muss mal gucken. Technologien. Ah, hier. Brauche ich noch Punkte? Nee, brauche ich Stein. Und ich brauche noch Punkte. Technologiepunkte. Hier, was kann ich hier machen mit denen? Werte. 10? Oh, das ist bei mir im Team. Wie kann ich nochmal meine Fähigkeiten hier aufbauen? Bauen kann ich ja auch neue Sachen. Ich mache mal kurz mein Lager ein bisschen besser, indem ich mal sowas baue hier. Moment. Aufbewahren. Ah, da kann man noch mehr aufbewahren. Kann man in Fässern mehr Arbeitsmenge? 50. Kann man mehr aufbewahren als Kisten. Ich hätte ganz gerne kurz einmal diese Verteidigung. Ich brauche Stein. Auch Holz und Stein, Holz und Stein. Okay, dann mache ich das jetzt kurz, die drei Dinger. Ups. Na, 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 na. Genau, wie bekomme ich nochmal Technologiepunkte, in denen ich einfach Sachen baue, oder? Die bauen, die tun die Sachen nicht in die Kisten rein, die faulen Säcke. Ah, doch jetzt. Oh, 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 ich schmelze. Das ist, aber die sind so langsam. Ist halt gar nicht so effektiv wie ich. Kann ich mich nicht einfach selber irgendwie klonen in dem Spiel? Ich brauche... Oh, fuck, ist das viel. Hilfe! Okay, wir bauen jetzt einfach mal das hier hin. Die Alarmglocke. Leute, könnt ihr mir bitte helfen beim Bauen? Kosten haben nicht viel Platz. Und die zwei Fässer haben, passen leider nicht ins Haus. Okay, verstehe. So, jetzt haben wir das gebaut. Das ist gut. So, dann bauen wir direkt das nächste. Nicht genügend Materialien. Nicht genügend Materialien. Das heißt, ich brauche wieder Holz. Und bin eigentlich jetzt schon wieder voll. Mann, ey. Abwerfen. I need Holz. Ich mag die Schafe als Bett. Bei der Statue der Kraft kannst du deine eigenen Fangfertigkeiten aufleveln. Wenn du deine Werte meinst, musst du in dein Inventar unten rechts gehen. Genau, aber die Technologiepunkte bekomme ich wie? Also zum Beispiel gerade die, wenn ich jetzt hier Technologien... Jetzt kann ich wieder eine freischalten. Hier zum Beispiel brauche ich 2. Wie kriege ich nochmal die Technologiepunkte hier? Das meine ich. Oh. Was war das? Wenn du Levelaufstieg hast. Okay. So, ich bin langsam echt voll, ne? Beim Arbeiten sinkt die Gei deiner Pals. Dann geht doch schlafen. Hm. So, machen wir mal. Auch wieder Stein, ne? Jetzt wird es gleich wieder wild, Leute. Jetzt kann ich wieder mich nicht gleich bewegen. So, jetzt ist es vorbei. Dass man sich einfach nicht mehr bewegen kann. Ich glaube, die Dinger passen eigentlich woanders besser hin, ne? Aber ich kann mich, wie gesagt, gerade nicht bewegen. Ich mach's trotzdem mal hier hin. Ich wette mit euch, die gehen trotzdem rein, die Dinger. So. Ach so, das baut ihr auch direkt. Interessant. So, helft mir! Man fängt wilde Lebewesen mit Gewalt und zwingt sie im Nachhinein für sich zu arbeiten oder anderweitig auszunutzen, wenn ich das Spiel jetzt bis richtig verstanden habe. Ja, und es wird alles als süß dargestellt. Es ist alles immer unfassbar süß und handsome. Aber eigentlich ist es genau das. Ja, you're right. Ja,
genau das ist es. Aber wie gesagt, die lächeln, denen geht's ja gut. Die machen das gerne, Leute. Das sieht man doch, oder? Dass sie das gerne machen. Also es könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass die nicht Freude dabei haben. Kann ich das eigentlich mal abbauen? Das braucht doch kein Mensch mehr hier. Wie baue ich das nochmal ab, die Sachen? Da gab es doch auch irgendeine Möglichkeit. Hier. Sphäre werfen, Palweisen. Irgendwas konnte ich doch machen, wie ich das abbaue. Ich werde es gleich erfahren. Du kannst dein Schaf als Schild nutzen. Jetzt wird's pervers. C, dann Bild. Ah, Rückbaumodus. Ich werde schon wieder überfallen, ne? Von wem denn jetzt? Wer überfällt mich jetzt schon wieder? Wieso funktioniert die Glocke nicht? Ich baue schon mal hier was. Helft mir, das muss schneller gehen. Oh Gott, wie schnell das auf einmal geht. Wir werden angegriffen! Von einem Rudel hungriger wilder Pals. Es kann nur die Community sein, wenn es wieder Giveaways gibt, ne? Aber da kommen die doch bestimmt auch drüber. Heißt, ich muss jetzt die komplette Hut hier mit Sandsäcken voll machen, oder was? Schnell, Leute, schnell! Wir werden angegriffen in 5 Sekunden! Sie kommen näher! Kommen doch von irgendwo da hinten, oder? Wo kommen die denn her? Von da hinten? Ach, scheiß auf die. Die brauchen ja ewig, bis die hier sind. Ah, nicht genügend Material. Okay, wo sind die denn, die Säcke? Hä? Also, ich merke bis jetzt noch nichts. Ach, hinter mir! Warte mal. Das muss ich mal gleich ändern. Boah, das ist nice. Kann man die eigentlich auch fangen, die Dinger? Ja. Nice. So, ein Leaspunk. Den können wir richtig schlecht behandeln, weil der hat uns wirklich böshaft angegriffen jetzt. So, bin ich ein Level aufgestiegen? Wie steige ich denn nochmal ein Level auf? Nächster. Brauche noch 300 XP. Kriege ich vom Schlafen XP? Dann gratuliere ich zum Twitch-Partner. Seit wann ist... ich habe seit 4 Jahren. Davor habe ich immer gerne Restreams gemacht. Das ist ja jetzt auch wieder möglich. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich es halt exklusiv auf Twitch. Aber wie gesagt, exklusiv ist es jetzt ja, wie gesagt, nicht mehr. Oh Gott. Das ist wirklich nervig. Ich würde gerne die Hälfte abschmeißen. Hälfte bitte. Abwerfen. Und den Rest bringe ich dann mal hier rein. So. Durchbauen, kämpfen, fangen kriegt man XP. Okay. Ja. Pack mal die ganze Stuff hier mal wieder rein. Auch das. Und habe ich Hunger? Wahrscheinlich habe ich wieder Hunger, ne? Ja, geht. Okay. Dann packe ich mal. Ich hätte eigentlich gern, dass die das selber mal hier machen, dass die den ganzen Stuff selber mal in die Kisten bringen, aber irgendwie machen sie das nicht. Die Säcke. So, bringen wir das mal alles ins Lager. Let's go, let's go. Okay. Was mache ich mit den Leichen jetzt hier? Ich möchte die nicht haben. Warum hat keiner die Glocke geglockelt? Hä? Was soll das? Wir hatten doch offensichtlich Probleme. Ich finde nicht genug Holz. Ich mache hier, glaube ich, noch irgendwo so eine Schlinge rein. Vielleicht laufen die ja rein. Hast du Trägerpals? Was sind Trägerpals? Tell me more. Ich mach, glaube ich, hier nochmal so eins hin. Vielleicht läuft da irgendein Idiot rein. Oh. Wie ist meine XP? Okay, ich werde jetzt noch ein paar Sachen angreifen. Einfach, weil ich es kann. Wie viel Pals kann ich eigentlich haben? Oh, ich habe keinen mehr. Tut mir leid. Das ist manchmal hart, aber so ist es. Die Glocke musst du selber läuten. Ah, okay. Okay. Dann passt ja, dass die da hinten ist. So, Inventar. Noch 100. Wahrscheinlich baue ich noch ein paar Sachen ab. Da kriege ich auch XP, nehme ich mal an. Das werden wir wahrscheinlich später auch noch brauchen. Kann man dem Pals eigentlich eine extra Kiste hinlegen, wo man sagt, da und da gehört das und das rein? Ich finde es sehr süß, dass du es sagst, weil ich wusste schon, dass es so ein paar kleine Schnitzel von euch gibt. Die machen das extra und sortieren das ganz schön und die Pals schmeißen alles rein, wo es ist. Das ist eine sehr gute Frage. Kann die jemand beantworten? Das ist nämlich eine Frage, die ich mir nämlich auch stelle.
Weil die Säcke machen ja, was sie wollen. Okay, ansonsten. Hier ist wieder Wolle, ne? Also Leute, ihr hört mal auf zu produzieren. Das stresst mich. Ich glaube, das gibt es bisher noch nicht. Aber wie gesagt, Spiel ist ja Early Access. Werden sie wahrscheinlich schon noch machen. Sie bringen es langsam in die Kiste rein. Okay. Ich jag noch ein bisschen und dann sollte ich eigentlich gleich die volle XP haben. Hoffe ich zumindest. Also einfach nur umbringen bringt dann wahrscheinlich nichts, oder? Ich hätte halt schon gern so ein großes Pal. Vielleicht schaffe ich das. Ich probiere es jetzt einfach mal. Diesen einen großen. Da ist schon wieder ein Schaf in Struggle. Das Erz wiegt mega viel. Ah, das habe ich ja rausgehauen, oder? Ah, nee, gut, dass du es sagst. Muss ich auch gleich machen, ja. Waffenbruch, ich lieb's. Ah, den hole ich mir jetzt da hinten. Das Blatt mit dem Rüssel. Na, das ist mir noch zu groß, das Blatt mit dem Rüssel. Da habe ich noch Respekt vor. So, reparieren. Danke. Kann ich mir schon so ein Kügelchen machen? Yes. Geil. Mach mal ein paar. Dann hole ich mir den da hinten jetzt. Ich probiere es zumindest. Speichert das Spiel automatisch oder wie sieht's aus? Wie die einfach so irre durch dein Lager rennen. So. Jeet. Ich finde es auch cool, dass die Tiere so schnell leveln. Okay. Finde ich gut. So. Dann packen wir das mal hier rein. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ja Rechtsklick machen kann. Ne? So, wo ist der? So, wie nehme ich die jetzt alle mit zum Angriff, Leute? Wie kann ich jetzt meine Pals mitnehmen zum Angriff? Weil das, der ist Level 15. Oh. Brauchst dein Lagerfeuer, Gnu? Hm. Trau mich noch nicht. Ja, ich mach mal ein Lagerfeuer. Aber eigentlich habe ich eins in meinem Haus. Wie mache ich das, dass die mitkommen? Meine Leute. Kannst du auf 4 denen, genau, 4 war das ja. Angriff. Zum Angriff. So, kommt mit, Leute. Wo sind die jetzt? Muss ich die auf E jetzt raushauen? Ja. 3. So, das sind jetzt meine, ne? Oh, die greifen an. Das ist wirklich irre. Oh, der ist schon stark, ne? Oh, shit. I'm not sure, was das eine gute Idee war. Ich hab Angst. Geh weg! Oh, ich hab keinen... Oh, die gehen schon gut ab, ne? Okay, okay, okay. Und... Na, noch nicht. Noch nicht. Kann ich das überhaupt fangen? Wahrscheinlichkeit so wenig. Oh nee, er ist wieder frei. Okay, reicht. Reicht nicht mehr, nicht mehr. Kein Angriff einstellen. Ja! Geil, wir haben ihn. Wuhu! Boah, die sind richtig abgegangen, die kleinen Schnitzel. Die haben richtig auf die Fresse gehauen. Ey, Kadetten, ich bin so stolz auf euch. Und die Community hat mich bestärkt darin, den zu verprügeln. So, das heißt, den hole ich mir direkt mal raus. Und zwar... halt die Frage, ne? Was kann denn der? Düster. Ich finde eigentlich cool, wenn die... Ich würde sagen, das Schaf muss leider gehen. Geil. Hammer. Toll. Leicht verletzt. Ich bin ein Level aufgestiegen. Ich kann endlich die Technologie Kraftstatue aktivieren. Die Statue der Kraft. Und jetzt mache ich endlich mal mein verdammtes Gewicht höher. So. Okay, let me think about it. I need to build this strange Kraftstatue. I need for the Kraftstatue. Habe ich alles. Geil, let's go. Die machen wir da. Warum bin das nicht ich? Warum sollte ich mir irgend so ein Random da hinstellen? Ich will, dass die mich bauen. Also komm. Das ist auch noch falsch rum. Egal. Falsch rum passt. Verstehe, das ganze Spielprinzip noch nicht ganz. Hat was an Ark meets Pokémon meets Zelda.
Ja, ich muss sagen, ich war anfangs auch in dem Mut. Ich dachte so, mir gefällt die Atmosphäre nicht, die 3D-Comic-Charaktere darin. Es ist im Prinzip, du versklavst sehr süße Tiere, die ständig lächeln und glücklich sind. Baust relativ schnell dein eigenes Lager, wirst angegriffen, kannst mit anderen zusammen online spielen, sammelst dir immer stärkere Pals, kannst denen Arbeiten zuweisen und die arbeiten und bauen das Lager immer größer. Also eigentlich, genau, so ist es im Prinzip. Und ich dachte anfangs auch nicht, dass es mich so süchtig macht, wie es jetzt tatsächlich macht, muss ich auch ehrlich gestehen. Die Sucht kam und ich habe gesagt, nimm ich. Wo ist denn meine Pal-Rüstung? Ich habe die ja noch gar nicht. Hier, Fell. Wo ist die Pal-Ausrüstung? Unbekannt. Fange zum Freischalten einen bestimmten Pal. Wie kriege ich die Pal-Ausrüstung? Giftbogen. Giftbogen wäre eigentlich auch geil. Giftbogen finde ich nice. Mit Giftpfeilen. Oder? Was haltet ihr davon? Also, was ich doof finde, dass ich jetzt hier für jeden neuen Giftpfeil einen neuen Bogen brauche. Die hast du schon freigeschaltet. Echt? Stoffkleidung. Arktische. Ach, die da, ne? Die arktische. Nee, ist sie nicht. Gleiter. Oh, ich kann einen Gleiter haben? Das raff ich erst jetzt. Geil. I need this. Ja. Cool. Oder ist es etwa die ich anhab? This is a pretty good question. Was machst du denn jetzt da hinten? Hat er hilft. Oder tut zumindest so. Die Pal-Werkbank hast du schon. Ach so, ich muss die Pal-Werkbank machen. Ah, so. Okay. Mach ich. Mach ich. Geil. Wie setze ich den Gleiter jetzt ein? Oh, nice. Und auf welcher Taste setze ich den ein? Yay, geil. Okay, dann machen wir jetzt mal die Pal-Werkbank, ne? Wo ist denn die? Produktion. Reparatur, Primär. Hier, Pal-Ausrüstung. Dafür brauche ich Stoff. Okay, Stoff. Zwei Stück. Produktion. Mhm. Danke für die Jubiläumsgrüße, ihr Süßen. Ich dachte, riecht er mein Hinterteil. Das kann auch sein. Da hat jetzt gerade so viel Machtdemonstration gerochen, dass es ihn sofort in den Boden reingehauen hat. Ja, das muss man auch sagen. Wie kann ich nochmal dieses Ding hier jetzt... ich würde das gerne verschieben. Wie kann ich das verschieben? Oh, shit. Ja, manchmal passieren Dinge, die nicht passieren sollen im Leben. Aber dann baust du sie einfach wieder auf. So. Jetzt brauchen wir die Pal-Werkbank. Holz. Was sonst? Aber habe ich jetzt schon alles Holz aus meinen Kisten verbraucht? Den Streaming-Plan auf Discord. Ich hatte jetzt die Woche nur noch keinen. Doch, ich habe einen gemacht. Der ist auf Twitch. Tatsächlich. Ein Schild. Oh. Kann ich mir den ausrüsten? Ist vielleicht gar nicht schlecht. Weise Worte zum Sonntag mit Knur. Es wird auf einmal richtig hart, richtig deep, aber nicht so deep wie Hegel oder Kant. Das haptische Sein des Habens ist nicht haptisch, wenn es nicht das Sein ist. Oh Gott. So, wie kann ich das jetzt aus... Ah, ich habe das Schild direkt. Oh, Knur ist getting erwachsen. So, brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dann mache ich noch die Pal-Werkzeugbank. Seht ihr, wie der Grind hier reinsuchtet? Das ist echt schon sehr gefährlich hier gerade, was ich mache. Und ihr seid alle Zeuge dessen. Und werdet mitsuchten. So. Die kommen alle die Tage nach dann. Also ich habe ja einen riesen Streaming-Plan, beziehungsweise
Raushau-Plan. Das heißt, ich glaube, Montag kommt die erste Folge, dann Mittwoch die zweite und so weiter und so fort. Ja. Eine Einladung zu Discord, natürlich, meine Mods posten euch den Link rein, ihr Süßis. So, Rezept wählen. Jetzt habe ich aber das Halsband nur, ne? Ich habe jetzt noch gar nicht diese Ausrüstung, die ich haben sollte, wie sie wollen, dass ich sie baue. Aber vielleicht wollten sie nur, dass ich die Werkbank baue. Das habe ich getan. So, Level 6. Als nächstes baue Zerkleinerer. Davon wurde mir gerade gesprochen, erzählt. Baue Steinbruch und baue Holzverlager. Das wurde mir auch empfohlen. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich brauche Tipps und Tricks. Die werden jetzt in der darauffolgenden Folge noch nicht drin sein, weil ich gleich einfach weiter aufnehme. Aber für die Zukunft gerne alle Tipps, was ihr so habt, auch gerade was Lager bauen betrifft. Was habt ihr anders gemacht? Was kann ich noch besser machen? Gerade auch hier, das verstehe ich noch nicht so ganz, diese PAL-Management. Was kann ich draus ziehen? Was soll ich besser tun? Und so weiter und so fort. Sagt mir das sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Und über einen Daumen nach oben und Abo natürlich auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.